Ja, glaub, wieso, überleg oder? doch mal, du hängst hinten diese Transportpots ran, schmeißt schon die Ausrüstung ab, fährt hinten der Panzer raus und hast nochmal 12 Leute, die mitreisen können. Du hast diese Unart, aus jedem Schiff halt irgendwie ein Kriegsschiff machen zu wollen. Scrapple! Starfarer suchen, los! Scramble, scramble, scramble! Mach! Ich geh gleich pumpen bei der Tracker auf der Raststätte! Los! Was willst du denn jetzt hier? Kannst du meine Leute begrüßen jetzt hier? Hallo und herzlich willkommen zurück bei Crash Academy. Ich bin nur ein Mikro und nicht schwerhörig. die Starfarer ist in PTU 2.3. Krass! Haben wir ready geworden, da steht sie! Krass! Wir haben es auch noch nicht gesehen. Wir sind gerade im Kaltstart hierhin gejettet. Und es sieht geil aus. Ja, daher auch dieser wundervolle Out-of-Bed-Look. Das ist tatsächlich total real und echt. Starfarer. Was? Wo? Wo ist die Starfarer? Alter, ist das ein Riesenteil. Das ist ein Klopper. Ein Megagerät. Alter, ist das ein Riesenteil! Und man sieht auch die ganzen Tankverbindungen, ne? Dass alle Tanks, die hier angekoppelt sind, auch verbunden sind und ins Schiff laufen. Und das Geile ist nämlich, dass das Ding Die Muttern sind ja so groß wie mein Kopf. Ach du Scheiße. Holy das Geile an dem Schiff ist, dass man hier nicht nur transportieren kann, Treibstoff, man kann auch andere Schiffe betanken im Flug. Deswegen diese ganzen Rohrleitungen, die hier diese Gangway entlang gehen. Das ist ja der Wahnsinn. Ey, guckt euch den Scheiß mal an hier. Das sieht ja aus wie ein Heizkraftwerk. Und man kann die Teile auch nicht ausbauen. Also man kann die Tanks ausbauen, kann da später wahrscheinlich Cargo-Pots ranbauen für feste Güter, aber diese Rohrleitungen bleiben dann integriert im Schiff. Natürlich. Weil es ja eine Mini-Raffinerie ist. So, halt so, das ist jetzt hier nämlich das Faktenwiesel. Ja. Der hat den ganzen Quatsch nämlich noch halt irgendwie total präsent, weil sie ja gerade ein Showcase gemacht haben für Starfarer. Weil es ja hieß, naja, die kommt ja erstmal nicht. So, und jetzt fällst du aus dem Bett und auf einmal ist er im Hangar. Zeig doch noch mal kurz den Arsch vorher. Jawohl, ich zeig dir mal den Arsch. Den Arsch möchten ja gerne die Leute sehen, ne? Arsch ist gern gesehen. Arsch ist geil, so. Arsch ist geil. Ah, guck mal, Arsch. Drei Triebwerke haben wir hier. Drei Haupttriebwerke. Das war dreimal Thrustergröße 4. Riesengroße Karenzmänner und dann haben wir hier unter diesen Schultern und den Gondeln sind hier die Geschütztürme verortet. Da sind sie nämlich. Das könnten jetzt mit dem Maßstab ist es schwer zu erkennen. Sind das vielleicht wirklich schon Badger? Ne, Man-Turrets, das sind zweimal Size 4 und einmal Size 5. Der große ist wahrscheinlich oben, ne? Ich schätze mal, das sind Badger da dran und oben hängt was vielleicht Panther drauf. Ja, das sind auf jeden Fall Badger. Bei dem Maßstab ist es schwer zu erkennen, bei der Größe des Schiffs. Ja, nee, für Bulldogs sind nicht filigran genug für Bulldogs, ehrlich. Ne, das sind Badger, ne? Schon. Ja. Ja, ich schätze mal, das Schiff wird tatsächlich dann straight ahead relativ schnell sein, ne? Also Verhältnis. Um vielleicht halt eine Freelancer-Miss irgendwie abzuhängen oder um zumindest den Gegner dazu zu zwingen, einem hinterher zu fliegen, damit die Türme auch was machen können. Versuche jetzt hier mal so zu strafen, dass wir möglichst wenig Geruckel haben. Aber wäre es nicht klüger, wenn die Türme irgendwo exponierter wären? Ich meine, der Feuerbereich ist jetzt ja wirklich nur nach hinten eigentlich und quer ab. Ja gut, aber siehst mal so, sie ist auf jeden Fall dazu gedacht halt, nach hinten raus zu verteidigen und vor allen Dingen, das ist ja der Ort, wo die anderen Schiffe docken werden. Ne? Oder ja wo halt die versuchen, die Treibstofftanks zu bauen. Genau, es ist ja wohl so, dass wir halt eben in EVA gehen müssen, wenn wir andere Schiffe betanken wollen. Reason hat sich darüber furchtbar aufgeregt. Ich hingegen sage, naja, überleg mal, du hast halt eine hochgradig brennbare Flüssigkeit, die dann halt eben mit einem freischwebenden Schlauch halt irgendwie in ein umhertreibendes Schiff muss. Also ich persönlich würde mich sicherer fühlen, wenn da vorne jemand steht, der das direkt überwacht und nicht oben irgendwo aus dem Cockpit raus. Ich dachte so an so einem Joystick. Also einen kleinen Stick, während man parallel fliegt und noch gerade ein Porno offen hat irgendwie, weißt du? Wird schon gut gehen. Zeig mal den Gangway nochmal, bitte. Und da oben ist dann der Arbeitsstand. Da oben sitzt Warum man. Gucken wir nicht von unten? Wir gehen jetzt einfach mal rein. Ja, komm. So, das ist doch total bescheuert, was wir hier machen. Der Hangar wurde Aber vorher gucken wir noch mal von vorne an. Von der außen. Hangar wurde ja extra erweitert für das Schiff, ne? Mhm. Jetzt kriege ich aber Platzangst. Meine Güte. Eieieiei. Und da hatte die Beringkanone die ballistische drin. Alter Schwede, 4 Stück von den Dingern. Die sind fett. Also, Misk hat offenbar echt halt ein Faible für schwere Waffen bei seinen Frachtern oder Transportern. Die Freelancer ist ja schon so hart bewaffnet und ausgerüstet halt so, aber das ist ja... Naja, du musst halt überlegen, dass wenn du mit dem Ding halt schießt, geradeaus, dann willst du auch treffen. Und da sieht man auch den Kollektor. Für Wasserstoff. Genau, für dieses Hydrogengas in der Atmosphäre. Ja, Hydrogen ist Wasserstoff, ja. Aber die wird wahrscheinlich dann nur in der Atmosphäre collecten können oder sammelt die das auch im Weltraum? Na, es gibt das spurenweise tatsächlich im Weltraum, aber es ist natürlich in der Atmosphäre wesentlich ertragreicher. Guck mal, die Farben haben sich auch geändert. Schau mal hoch ganz kurz in den Hangar. Einfach mal auf die Hangardecke. Ich glaube, da hat sich auch einiges getan schon wieder, ne?
Ja, das Holz wirkt jetzt sehr orange. Ach, das war eine Holztextur. Wahrscheinlich funktioniert die mit der Höhe jetzt nicht mehr. Na, wir haben da hinten noch eine Phoenix rumstehen, die sieht auch ein bisschen eigentümlich aus. Egal! Die Starfarer ist wunderschön. So. Ich mag auch dieses silberne Design ultra gerne, ja? Naja, das ist halt echt Mist, ne? So, da ist ein Knopf. Das hat so Charme. Da drücken sie dann drauf. Vorsicht. Boah, kannst du aber gut einen Kopf stoßen hier den ganzen Tanks, ne? Oder Helmpflicht gilt unter der Starfarer. Ne, Helmpflicht gilt generell im Weltraum irgendwie immer. Weißt du, also das sollte jetzt ja nicht das Problem sein. Okay. Ja. Ich würde sagen, wir haben die Frachtkammer gefunden. Das ist schon sehr geräumig. Ihr könnt das Zeta-Ball drin spielen. Oh, wie hieß dieses Spiel? Ich weiß es nicht, aber hier stehen dann die... Die Frachtcontainer. Hier, diese Outlines auf dem Boden, sind es dann ja die Anzeigen, wo die Container gelagert werden oder abgeladen werden. Ich meine, allein das ist halt schon so riesig. Da gibt es zurzeit kein Schiff, was jetzt hangar-ready ist, was so einen Frachtraum hat. Na, ernsthaft, hier passt ja eine Conny-Wald rein, also zumindest hier drunter. Einzige Frage ist halt, du musst die halt einzeln reinstapeln, ne, die Container. Es gibt keine Frachtluke, oder? Gibt es nochmal eine Frachtluke? Nee, hier ist zu, die müssen hier hinten durch das Schott durch. Na gut, ist aber groß genug für Kisten. Ja, mehr als, ja. Also hier, dann kann man hier noch... Ist echt mal ein hammergutes Konzept, ne? Dieser Frachtraum hier direkt hinten in der Lobby. Naja, sie haben sich auf jeden Fall damit genügend Zeit gelassen, aber es hat sich gelohnt. Guck mal, Sitze. Guck mal, wie viele Leute du da mitnehmen kannst. Die gehen noch nicht, ne? Sind hier nicht? Nee, noch nicht. Wie viele sind das jetzt hier? Fünf. Und natürlich sechs alles wie immer Seite. Halt, alles to scale, alles halt im richtigen Größenverhältnis. Du, da kannst du ja sogar eine ganze Invasionseinheit mit runter transportieren. Ja gut, ob ich jetzt eine Starfarer dafür nehmen würde. Vielleicht passt hier dieser kleine Panzer rein sogar. Der wird hier locker reinpassen und nicht nur einer, glaube ich. Ne, wieso? Oder? Überleg doch mal, du hängst hinten diese Transportpots ran, schmeißt schon die Ausrüstung ab, fährt hinten der Panzer raus und hast nochmal 12 Leute, die mitreisen können. Du hast diese Unart, aus jedem Schiff halt irgendwie ein Kriegsschiff machen zu wollen, ehrlich. Naja, es muss ja zu was gut sein. Nein, das ist ein Transport, das ist eine Mini-Raffinerie und es ist kein Landungsschiff. Ja, also hört nicht auf den Vogel hier, der erzählt sowas immer. Erzähl lieber nochmal ein bisschen von den Facts halt. So irgendwie, jetzt bleiben wir mal bei den Sachen, die nicht spekulativ sind. Nein, das ist ja hier die zivile Version. Die ist auf jeden Fall die größere Version. Die wird im Gegensatz zu der Militärausbau, den es gibt, von der Gemini heißt die, soll dieses Schiff hier ein bisschen manövrierfähiger sein. Und vor allem effizienter sein, was jetzt so die Ladekapazität angeht, die Wirtschaftlichkeit. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, müssten das hier an die 3300 Frachteinheiten sein, die wir transportieren können. Das ist vergleichbar einer Halsey, oder? Ja, da fehlen dann irgendwie so 1000, aber es ist auf jeden Fall im gleichen Größenmaßstab wie der Halsey. Und das ist ja quasi nur das Feature, was man zusätzlich zum Treibstofffeature kriegt. Ja, das ist halt wirklich ein Trader, ne? Also man kann damit tatsächlich... Oh, du bist eine Leiter, hast du gefunden. Wo kam die denn jetzt her? Oh! Eine Jeffrey-Röhre. Okay, jetzt habe ich... Oh, Alien. Oh, sieht das geil aus. Alien. Ist da noch ein Leiter? Guck mal. Okay, das ist jetzt das dritte Deck. Ich brauche eine Farbkodierung. Also ihr merkt halt so, ich kenne mich hier noch nicht so wirklich aus. Emergency-Pot. Ja, aber ich musste da überhaupt nichts machen. Der ist da einfach mal rangesnappt, bis er hochgeklettert. Sag mal ganz kurz, was ist da links von dir? Ist das ein Escape-Pot? Nee. Emergency Access Panel. Das ist halt einfach, da ist die Technik drunter. Da sind wahrscheinlich welche Komponenten hinter. Ja gut, jetzt haben wir gar keine Ahnung mehr, wo wir sind. Aber keine Ahnung, ich gehe mal durch die Tür. Wow. Aha. Das sieht aus wie Living Quarters, ne? Da ist ein Escape. Nee, ein Turm. Oder? Hier ist doch bestimmt. Ja, der geht wahrscheinlich noch nicht, aber das wird der Hauptturm sein. Nee, der geht noch nicht. Das ist der Hauptturm wahrscheinlich. Gut. Ja. Hier haben wir Maintenance Areas. Ach du Kacke. Okay, das ist echt. Jetzt habe ich überhaupt keine Orientierung mehr. Aber wir sind auf jeden Fall im Oberdeck wahrscheinlich eine Orientierung habe ich jetzt gerade auch nicht mehr. Aber ich springe da gleich mal rein. Aber wo wir jetzt gerade mal hier sind. Lass uns mal die Räume. Da bist du rausgekommen. Da bin ich rausgekommen, genau. Gut. So, also das hier ist auf jeden Fall nochmal Zugang halt zur Technik. Also quasi Technik, genau. Genau. Und hier haben Living wir. Living Quarters, oder? Okay, hier sind wir jetzt offenbar. Ja, da ist das Crewquartier. Hier schlafen die Leute. Sechs Leute, dann muss es ja irgendwo auch noch eine Captains-Unterkunft sogar geben. Darf ich jetzt mal ganz kurz sagen, dass ich Misk wesentlich sympathischer finde als Aegis? Ja? Ja. Ey, guckt euch das mal an. Ihr habt hier wirklich eine Matratze und ein Kopfkissen und halt Bettwäsche. Ja, nicht diese scheiß Schlafsarkophage, wo du mal Platzangst kriegst. Aber wenn die Leute erstmal anfangen zu schnarchen, freust du dich über den Sarkophag bei Aegis? Weißt du, wir bereisen den interstellaren Raum, wir haben Sprungantriebe, wir haben Hochenergiewaffen, wir haben künstliche Intelligenz, aber wir haben bisher keinen Werkstoff entwickelt, den man sich in die Ohren stecken kann, wenn man schlafen möchte. Ich muss mal sagen, ein epischer Moment, das erste Schiff, was wir kennenlernen mit getrennten Toiletten. Das stimmt, ja, sonst hatten wir immer nur ein Scheißhaus. Mach mal auf, natürlich aufs Frauenklo. Ja, super. Hallo. Oh, bitte, wir wissen, ob es ein Pissoir gibt. Geh mal rüber. Das ist jetzt wichtig, ne? Weezen möchte im Stehen pissen. Na, wenn du ein EVA-Suit hast... Nein. Nee. Oh. Okay.
Concierge, aber das ist, sofort. Aber hier, das ist schon wieder genau dasselbe Konzept, halt das Duschklo. Ja, du brauchst doch weniger die Toilette putzen, weil das automatisch muss ich halt auf die Brille stellen, einseifen. Mir fällt es halt wirklich extrem schwer, mir das vorzustellen, wie das funktionieren soll. Senkt sich das dann irgendwie ab? Das fährt nach hinten rein, schätze ich mal. Ja, weißt du, dann hat einer nicht gespült. Und das wird halt immer ekelhaft ein bisschen hier werden, ja. Na, deswegen ist ja auch alles halt eben so voll aus Metall und komplett verblendet, damit man ja mit dem Kercher durchgeht. Das wird so nach billigen Klostein und Edelstahl stinken, so da drin. Höchstwahrscheinlich, man weiß ja, wie das halt eben so riecht auf diesen Autobahnraststätten, wo auch alles halt zu ist. Aber wir werden gerade schon wieder ungehörig, ja, bei diesem schönen Schiff. Ist grad neu. Warte mal, links war doch noch eine Tür. Da, nee, da sind wir hergekommen. Das war das Maintenance. Und da hinten ist jetzt hier Escape? Nee, nochmal Maintenance. Soll ich da mal runterspringen? Nee. Zu spät. Ach, ich wollte erstmal das Captain's Quarters sehen. Können wir ja. Nein, das ist auch noch oben gewesen. Ja, mein Gott, ja. Dann gehen wir jetzt halt ins Captain's Quarters. Ein bisschen strukturiert hier. Strukturiert? Ich bin komplett unstrukturiert, hat hier irgendwelche Leitern hochgeklettert und du redest hier von Struktur. So, jetzt sind wir in der Messe sogar. Ja. Das ist auch ziemlich geil. Küche! Aber es sieht immer noch nach... Eine Küche. Mit einem... Mikrowellen oder... Müllschlucker, oder? Müsste das sein? Das sieht aus wie ein Müllschlucker. Waschbecken kann es eigentlich nicht sein. Ich würde sagen, es ist ein Müllschlucker. Ja. Oder irgendwas anderes. Keine Ahnung, vielleicht ein Wasserbad. Mikrowelle. Oder Fritteuse. Fritteuse, ja. Das ist auf jeden Fall eine Mikrowelle hier, würde ich sagen. Auch wenn mir nicht ganz klar ist, was ich da einstellen soll. Aber okay. So, was haben wir hier? Noch eine Mikrowelle? Noch eine Mikrowelle. Nee, das ist wahrscheinlich ein Getränkespender, oder? Kann auch sein, ja. Mal vermuten. Und aber. Herd. Da weiß man ja auf jeden Fall Küchenutensilien. Da wird der Herd werden wahrscheinlich entstehen, schätze ich mal. Genau. Na, aber man sieht hier schon, ne, also hier wird dann halt wirklich gekocht, also für die, was ist die maximale Besetzung? Ich glaube 7 Leute. 7 Leute, ja. Das sein, ja. Na, die musst du erstmal versorgen halt, so, da kannst du nicht Du brauchst einen Schiffstechniker, du brauchst einen Kapitän, du brauchst Kanoniere, wahrscheinlich noch einen Steuermann, da bist du schnell ein Schiffsarzt. Falls man hier so eine Alien-Szene erlebt. Ja, aber der hat auch nicht geholfen, ne? Ja, nicht so richtig, nee, also er hat genauso dummes Verwäsche geguckt wie alle anderen. Ja, das ist das Captain's Quarter. Das wollte ich haben. So, das ist hier da, wo sich dann halt der Captain halt immer rumdrückt hinter seinem. Das stinkt dann immer so nach Fritteusenfett bei ihm, weißt du? Weil er halt leider immer. Vor allem, er wird auch immer aufwachen, weil die halt laut reden und Karten spielen und so. Das heißt, wenn der halt irgendwie gerade. Ja, stimmt, aber. Na gut, aber sieh's mal so, weißt du? Dann ist halt nämlich halt so irgendwie die bissige Bulldogge ist halt immer nur hinter dieser Tür. Weißt du? Pass das, auf. Deswegen halt, so sitzen die hier und verhalten sich ganz ruhig. Stimmt. Weil den Alten willst du halt nicht wach machen, weißt also du? So da bewegen die sich Bounty auch. Wird halt nicht funktionieren, weil jedes kooperative Gespräch in der Messe sofort auffällt. Ja, die treffen sich einfach auf dem Klo, weißt du? Und tun das, wo sie so. Das geht nicht. Ey, Old Spice, hier ist deine Bettwäsche. Wenn man gerade von Respektspersonen redet, ne? Oh, großartig, das ist doch großartig. Ja, also es ist doch wirklich süß. Und dein Bett hat er auch nicht gemacht, der Captain Stoff, muss das Stofftier fehlt. Ja, genau. Aber stell dir das mal vor, weißt du, da hast du jetzt mal endlich einen abgeschleppt, weißt du, und wirklich überzeugt, mit zu dir auf die Starfarer zu kommen. Männlein oder Weiblein ist ja scheißegal, weißt du, aber dann stehst du hier und ich meine halt so, das ist auf jeden Fall die sicherste Art und Weise, jegliche koitale Aktivitäten zu unterbinden. Alte Scheiße. Du kannst doch gleich das weiter drin liegen, ne? Ein Doppelbett hat er nicht gekriegt. Es ist das Captain's Quarters, nicht das Captain und Besuch Quarter. Dusche, nicht, also lass doch nichts aus hier. Hier gibt's auch noch eine Dusche. Ja. Noch ein Duschklo. Aber keine Tür? Naja, er ist ja alleine, es ist ein Shot wahrscheinlich. Er ist alleine, aber ich muss doch wenigstens halt so irgendwie hier... Naja, ist halt blöd, wenn gleichzeitig jemand reinkommt und du stehst hier gerade duschen im Trelland irgendwie. Aber vielleicht darf man nicht so müde sein auf dem Schiff. Da ist Lars in der Tür, ich zieh mir mal besser eine Hose an. Wo ist der Schrank? Weiß ich nicht. Ist das für ein Fenster jetzt hier? Gibt keinen Schrank. Da kommt... Ach, Außenfenster. Oh, die Spiegelung ist noch ein bisschen... Aber guck mal, wie dick die Wände sind, ne? Ja... Bist du recht sicher drin. Das sieht auf jeden Fall massiv aus, ja. Sehr schön. Hier sind noch 2 Nischen, wo man halt Seife unterbringen kann. So, dann lass uns mal jetzt ins Maintenance-Deck vorstoßen. Wir gehen jetzt von oben nach unten durch. Wunderbar. So, also du machst mich bitte aufmerksam darauf, falls ich hier was übersehe in der Aufregung. Aber jetzt wollte ich ja sowieso hier rüber. Maintenance. Ne? Maintenance, so. Also, das ist jetzt hier, das geht die Leiter auch von oben schon? Ja, geil! Wow. Das ist auch schon implementiert. Was ich halt auch geil finde, sind überall die... Das ist jetzt hier auf jeden Fall mal die Innenverkleidung. So, herzlich willkommen in den Eingeweiden der Starfarer. Was zum Henker ist denn jetzt hier passiert? Du bist irgendwo reingeglitscht. Ja. Jetzt bist du irgendwo der Zwischenwand. Ich probier mal, ja. Jetzt bist du auf der Starfarer. Wow. Ist verdammt hoch. So, Leute, exklusiv hier auf Crash Academy Channel. Das ist verdammt wir hoch. Zeigen euch jetzt hier mal eine Außenansicht der Starfarer. Ach, guck mal, hier sieht man auch, exklusiv. Der Turm viel größer ist oben, ne? Das ist der schwere Turm hier oben. Boah, ey, das sind auch Size 4 Dinger hier, oder? Was hat der große? Der größte Size 5, Size 5 sogar. Ach du Schande. Also der Turm ist Size 5. Ich weiß nicht, was er da jetzt... Die Türme, da würde ich jetzt eh erstmal abwarten.
was da jetzt daraus wird. Das könnten jetzt M4A-Laser sein, es könnten aber auch schon M5A-Laser sein, ne? Aber also groß genug sind sie dafür. Oder sind die schon so groß wie die von der Conny? Die von, also an der Conny habe ich... Sind die größer, oder? Die sind vergleichbar. Also dann wären es M6A sogar. Ich würde jetzt mal auf 5 tippen, weil auf der Seite steht 5, aber da ist nicht viel dazwischen, du. Das sind ganz schön große Ballermänner. Du brauchst ja auch, ne? Ich meine, du musst ja nun nicht echt hier... Ne, genau, aber schau mal, damit kannst du ja hier den ganzen oberen Bereich... Hängst du fest, ne? Ja, das ist jetzt hier alles natürlich nicht so richtig zum Begehen gedacht, aber ich juckel mich hier mal kurz hoch. Da oben ist die Messe auch, ne? Guck mal, du siehst hinter dir auch die Fensterscheiben, die oben in der Messe... Da kannst du als feindliches Enter-Kommando kannst du gucken, ob jemand in der Messe sitzt. Jetzt kann ich den auf den Tisch kacken, das glaube ich ja nicht. Hallo? Aber sag mal, warum ist bei diesem neuen Schiff hier schon wieder die Scheibe zerkratzt? Das ist eine Unart. Ja, irgendwie scheint es alles, was hier als neuer Shit verkauft wird, eigentlich schon längst auf dem Waffenhehlermarkt irgendwie gelandet worden. Einmal schon mal komplett durchgezogen. Ja. Ist das ein ultra geiles Schiff, ja. Mann? Guckt euch das an, Hammer. Das ist ja der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ich mag diese beiden fetten Kassetten halt auch auf der Seite, nenne ich es jetzt mal. Diese beiden Boxen. Wie jetzt die beiden Schultern, oder? Ja, die Schultern finde ich ultra geil. So, hier oben, das sieht ja nach einer... Auch ein Kollektor, oder? Nee, Kühlung, würde ich sagen. Das ist doch halt eben bei Musashi halt immer, die hat die Freelancer doch auch. Oben halt diesen Intake. Ich frage mich immer, was das im Weltraum bringt, aber du musst ja trotzdem kühlen. Aber eigentlich bräuchtest du halt offene Kühlrippen, die nach außen gehen oder sowas. Keine Lüfter. Das hat ja keinen... Na, das macht aber keinen Sinn eigentlich. Nee, das muss eigentlich ein Kollektor sein. Ja, Intake. Ja, gut, okay. Intake kann alles heißen, ne? Ja, gut, aber vielleicht für einen Atmosphärenflug, man weiß es nicht. Weil ich meine, überleg mal, um zu kühlen, brauchst du ja ein Medium, was die Wärme abtransportiert. Im luftleeren Raum, was soll denn da jetzt, das ist ja nur Abstrahlung. Naja, du könntest natürlich auch tatsächlich glühende Platten, also Metallplatten machen, wo die einfach anfangen zu glühen und dann wird die Wärme abgegeben. Es gibt ja Kühlsysteme auch in Weltraumstationen. Wo du halt Platten hast, wo... Nee, ich lass mir nur gerade halt das auf der Zunge zergehen, dass um das Schiff zu kühlen, nehme ich zwei Metallplatten, die ich dann aufheize. Nur die Hitze, was im gesamten Schiff halt drauf abgeschaltet wird, über die Platten. Ja gut, jetzt hoffen wir mal halt so, dass diese Technologie mittlerweile existiert. Meine größte Sorge ist, wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Aber ich glaube halt so, hier im Hangar kann ich mir sowieso... Ach, vielleicht gibt es auch einen User, der uns das erklären kann und ich erzähle dir nämlich totalen Bullshit. Vielleicht hat irgendjemand Ahnung von euch über Kühlsysteme im Weltraum. Das wäre mal interessant. Der Todesstern hat ja auch Lüftungs... Books! Der Books! Hilfe! Der Todesstern hatte ja auch Lüftungsschlitze, ne? Nee, der hatte einen Exhaustport. Und don't get me started on that bullshit. Spring doch jetzt mal direkt unten auf die Gangway. Vielleicht schaffst du es ja. Ja, okay. Marine Blödheit, go. Ich glaube, es gibt noch keine Chance. Yes! Geschafft. Super. Ah, hier, das ist der Arbeitsplatz. Hier kann man jetzt dieses Ding dann bedienen. Genau. Das ist dann, wo man im EVA hier rumhängt, zwischen den Tanks. Und da kommt dann die Kundschaft angeflogen. Ja. Zwischen diese beiden Geschütztürme, da fühlen sie sich wohl behütet. Und dann steckt man ihnen den Rüssel rein. Ja, genau. Ah ja, da oben sind halt eben auch Fenster. Da waren wir eben gerade schon. Sehr gut. Mein Gott. Es ist halt echt hier dieses Rohrgestell. Also was richtig geil wird für die Marines hier Enter-Training zu machen und Abwehrtraining, ne? Ja, total. Also dafür eignet sie sich super. Halt gerade halt, um die Dinger hier zu stürmen und halt eben durchzuputzen. Aber schaut euch diesen Detailgrad an. Die ganzen Nieten, das ganze Zeug, ey, das ist ja der Wahnsinn, was die sich hier für eine Mühe gemacht haben. Ja, was ich geil finde, ist, wenn du jetzt halt unraffinierten Treibstoff sammelst in irgendeinem Tank, dann musst du ihn ja rum... Entschuldigung. In die Eingeweide pumpen, dann verarbeiten und wieder in einen anderen Tank zurückpumpen, ne? Ja. Also es wird echt ein ganz geiles System werden. So, was haben wir jetzt hier? Na, ich glaube, das sind einfach nur die ganzen Gerätschaften. Wahrscheinlich musst du hier an den Panels... Es ist blaues Licht. Was tut es? Wahrscheinlich musst du an den Panels hier unten auch... Es leuchtet blau. Mann, Herrgott. Guck doch mal runter. Die einfachsten Cues funktionieren mit dir heute nicht. Ich schätze mal, du wirst hier wirklich auch einstellen können, wo welcher Tank jetzt sozusagen als Lager für den Rohstoff ist und welcher Tank für den aufgearbeiteten Treibstoff ist. Das wird Sinn machen. Aber schau mal, jeder von diesen Tanks hat eben eine von diesen... Panels. Von diesen Panels. Zur Kontrolle. Das wird eine ultra lange Folge heute. Ja, ist ja auch okay. Aber das ist ja auch nur gerechtfertigt, so lange, wie wir auf dieses Ding gewartet haben. Und wir sind ja noch lange nicht durch. Jetzt kommen wir ins erste Deck noch, ne? Das haben wir jetzt ins erste Deck und danach gehen wir mal auf die Brücke. Das ist halt auch geil. So. Genau, jetzt sind wir wieder hier oben über dem Laderaum. Links würde es jetzt, glaube ich, zu den Gangway gehen. Geht die Reflexionen drehen gerade noch ein bisschen durch, aber macht nichts. Diese Gänge sind halt auch fett, oder? Wahnsinn. Boah. Das ist auf jeden Fall... Ja, also hier ist Platz, wie gesagt, da sind wir wieder im Frachtraum. Und hier kann man einmal stapeln kann, ne? Das ist aber ernsthaft, Wiesen, das ist doch so...
Nein. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Die sind ein bisschen fickrig, die Leitern. Aber die sind gut, natürlich. Ne? Gerade wenn du schnell halt das Deck wechseln willst. Ja, das wird ja nicht so bleiben. Aber auf jeden Fall funktionieren sie schon mal. Und wir sehen halt eben die ganzen Animationen. Wir mal gucken, ob es von außen funktioniert. Aber sag mal, fällt dir eigentlich auch auf, dass diese Starfarer... Nicht wieder hoch. Mann, ich wollte doch bloß mal die Animation zeigen hier, die er jetzt macht. Denn das hat super funktioniert. Jetzt gehen wir wieder runter. So, jetzt gehen wir wieder runter. Nein. Worauf ich hinaus wollte, diese Starfarer, ey, die ist ja bald so groß wie ein Level bei Alien Isolation. Ja, das stimmt. Absolut. So, einfach nur hier mit den ganzen Gängen und den Kammern und dem ganzen Zeug. Ernsthaft, wenn jetzt hier Bruce um die Ecke kommen würde, na gut, dann weiß ich, was passiert. Wir haben nicht mal einen Schrank, um uns zu verstecken. Nee, ey, wir sind im Arsch. Die Jeffrey-Röhre, aber das wird wahrscheinlich das Nest werden. Hier kannst du die Ladung wahrscheinlich überprüfen, ne? Sieht auf jeden Fall so aus, ja. Auch Gewicht und solche Angaben stehen ja alle schon drin. Ja, aber nur über den Rand gucken kann man halt nicht. Das wird halt, du musst halt auf die Galerie. Aber wo? Oh, nicht klettern, Dozer. Nicht springen, ich kletter nicht. Ich kletter nicht, ich steck mit dem Kopf in der Decke. Mach doch sowas nicht, wir wollten doch ins Cockpit. Okay, ich geh jetzt mal ins Cockpit. Ja, du kommst jetzt. Lass los. Kannst du mal springen, oder? Ja, ich probiere das mal. Es kann ja jetzt nicht sein, dass es jetzt hier dabei bleibt. Ah, komm. Runter. Ja, ist halt noch PTU, ne? Runter. Gibt's halt noch ein paar Schwächen. Kannst du runtergehen? Kannst du crouchen? Versuch mal zu crouchen. Kann gerade nichts. Wie war denn dieser Springen? Wie war denn der Shortcut, mit dem man halt so... So, okay. Haben wir mal ganz kurz irgendwie hier Trick 17 mit Sackschuss gemacht. Nicht mehr springen, würde ich sagen. Vorhin wolltest du gerne, dass ich springe. Jetzt will er wieder nicht, dass ich springe. So, Brücke, falsche Richtung. Der Typ ist nicht zufriedenzustellen. Was willst du denn von mir? Brücke, links, da. Was, da ist die Brücke? Ja. So einfach. Hier sind erstmal die Escape Pods. Ja, da sind die Escape Pods. Mit Survival Kit. Wo ist das? Na, wahrscheinlich dahinter. Hinter der Abdeckung. Oh, total geil, Gott, wenn man so da drin. Ich hab Durst. Na, richtig geil. Nur auch ein bisschen. Richtig geil wird's, wenn du zu dritt in so einer Röhre landest, weißt du? Ja, nee, aber das. Warte mal, aber hier sind vier? Das sind drei, sind sechs. Aber sieben Leute? Für die Crew. Sechs. Der Captain geht mit seinem Schiff unter. Das wird vorausgesetzt bei Mist. Das ist eben so. Nee, der hat er bestimmt. Der muss ins Captain's Quartier halt so irgendwie ganz runter. Ja, aber ernsthaft, wo ist denn jetzt halt hier der siebte Escape-Pod? Gibt keinen. Das ist die gewisse... Vielleicht gibt es auch einfach nur ein Reservebett, weißt du? Vielleicht reichen sechs Leute auch. Da schauen wir nochmal nach. Anyway, so, jetzt spielen wir einen Tusch. Da-da-da-da! Brücke! Die erste richtige Brücke im Spiel, Leute. Wir haben ja wirklich eine Arbeitsteilung, die sich halt echt sehen lassen kann. Wir haben ja die Engineering Stations oben. Wir haben einen richtigen Captain-Sitz. Erinnert ein bisschen an Star Trek. Da ist der Stuhl, der fehlte gestern Abend in diesem Livestream noch. Jetzt ist er drin. Was ich auch geil finde. Der ist beleuchtet. Das Detail da drunter mit Misk in dem Boden. Ja, aber auch so, dass der Captain es lesen kann, wenn er drauf sitzt und die Füße drauf hat. Man muss es doch nicht lesen. Er weiß doch, was für ein Schiff er ist. Ja, aber warum schreibt man es dann da hin? Also andersrum macht ja mehr Sinn. Ja gut, klar, die müssen es spiegeln. Ich bin ein Arschloch, ja, ich weiß. Es ist mir egal, ich finde es trotzdem geil. Und was ich geil finde ist, schau doch mal hinter den Sitz, da ist ein Kontrollinterface. Und jetzt guck mal auf die andere Seite. Ich habe kein Licht leider im Hangar. Geh mal auf die andere Seite, oh nein, es fehlt. Nein, es fehlt, sie haben es schon wieder getan. Nein, es gibt wieder nur ein Steuer. Oh, Leute, ey, also ganz im Ernst. Es sieht ja alles wunderschön nach Boeing 747 hier aus. Das sind ja. Aber warum haben die nicht zwei Steuerkontrollen? Sieh erstmal, wenn der Pilot auf Toilette gehen will, muss er mit seiner Figur aufsteigen. Ist das Ding kurz führerlos? Ja, die müssen aussteigen, dann gehen die Schilder aus, dann steigen sie um, dann kommt der andere Mann, steigt wieder ein, schaltet die Systeme wieder ein. Ich glaube nicht, dass später die Energieversorgung des Schiffes halt daran gekoppelt sein wird, ob jemand seinen Arsch auf dem Captain-Sessel hat. Naja, ich hoffe mal. Nee, auf dem Captain-Sessel, der muss ja nicht aufstehen. Ja, das stimmt. Deswegen gibt es auch keine sieben Escape-Pods, weil die Escape-Pods funktionieren nicht, wenn der Captain aufsteht. Ja, super. So ein Fußschalter, der muss immer Kontakt haben, damit das Schiff anbleibt. Ja, wir erzählen jetzt natürlich Blödsinn. Steig natürlich mal ein. Ich steig jetzt mal ein. Ja. Ich gebe jetzt ja ein paar Befehle, damit wir hier vorwärts kommen im Let's Play. Ach du meine Güte, ja, jetzt muss er wieder. Das Steuerrad sieht auch witzig aus, ne? Sehr zivil halt. Das so. Was? Das Steuerrad oder Steuerknüppel kann man ja nicht sagen. Wie nennt sich das denn? Die Flugkontrolle. Die Flugkontrolle, ja. Das Steuerrad. Naja, das ist ja kein richtiger Flightstick mehr. Das ist ja wie in einem modernen Flugzeug. Ja, genau. So, jetzt gehen wir mal in die Außenansicht. Und sehen eine weiße Wand. Ist ja geil. Schau mal runter. Kannst du runterschauen? Ja. Oh, scheint irgendwie den Maßstab wahrscheinlich im Spectator-Modus. Ah, hier. Ah. Ich meine, schau doch mal die Schnauze. Ist aber echt ein Gang. Ich mochte immer diese Schnauze. Sieht aus wie so ein Ritter, ne? Ich kann da nicht näher ran, irgendwie. Er guckt ein bisschen fies. Er schaut ein bisschen unleidlich. Ja, was ein Wunder. Der sieht so ein bisschen aus wie eine angefressene Schildkröte. Oder ein Footballspieler. Ja, genau. Ja, wie ein Footballspieler. So sieht dieses Cockpit aus. Ja, stimmt.
Aber es ist schon geil. Also man kann sich echt vorstellen, hier seinen Schichtdienst abzuleisten. Ah ja, schau mal hier, da sind nämlich halt die, die Luken für die Escape-Pods. Ah ja, die 6. Direkt, ja genau, die 6 direkt halt eben da an dem Forum zur Brücke. Ich fürchte, es gibt nur 6. Ich sehe keine weiteren Außenluken, die so dafür gebaut sind, um Escape-Pods abzuwerfen. Das kann nicht sein. Schreibt uns mal bitte in die Kommentare, ob das wirklich so ist, aber es wäre ja hochgradig schwachsinnig. Es reichen doch 6 Leute für das Schiff. Du brauchst 3 für die Türme, du brauchst einen, der die Betankung macht, einen, der Kapitän ist und einen Steuermann. Und dann hast du 6. Ach so, weißt du wieso? Du hast 6 Betten in den Captain, in den Crewquartieren plus das Bett im Captain's Quarter. Genau. Und das ist einfach ein Reservebett, hast du halt noch. Deswegen, du kannst halt noch einen Passagier mitnehmen, aber der hat dann halt keinen Escape-Pod. Nein, das glaube ich nicht. Da ist irgendwo wieso, bestimmt. Das reicht doch 6 Stück. Alter, wenn du 7 Leute mitnehmen kannst, dann kann man wohl erwarten, dass da 7 Escape-Pods drauf sind. Naja. Es sei denn halt so, das eine ist ein Pärchen, dann könnt ihr zusammen in einen. Das ist okay. Die teilen sich sowieso alles. Ich meine, gibt es nicht bei der Phoenix auch mehr Betten als Escape-Pods? Ja. Das ist das, was du mir sagen. Das ist doch dein Freizeitschiff. Ich glaube, ja. Also ich glaube, das haben wir häufiger, das Phänomen. Ich finde es nicht so gut, aber halt so das hier finde ich geil. Ja, das stimmt. Das finde ich total geil. Oh. Frage ist nur, warum die Gangway hier so früh endet. Ne? Es wär einfacher, wenn die noch ein bisschen weiter nach hinten gehen würde, weil dann hätte man einen besseren Überblick beim Betanken. Weil wenn jetzt hier unten der Tankrüssel rauskommt, dann ist der ja ganz wo schön eingebaut. Wo kommt der eigentlich genau raus? Unter der Plattform, glaube ich. Kommen die nicht hier vorne raus? Oder da nee, wo Mist dran steht, nicht. Meinst du? Ich denke da drunter, ja, wo Mist dran steht. Da sind ja auch Rohrleitungen hin, das würde Sinn machen. Wahrscheinlich ist die Betankung auch unter den Tanks deutlich. Ja, es reicht ja, wenn es da drunter ist. Also wenn man sozusagen gar nicht erst... Nee, ich jetzt nicht. Nee, ich meine, wenn die Jäger unter dem Schiff bleiben und gar nicht hinter dem Schiff gerade, sondern schon strikt... Ja, das wäre halt schon ein krasses Minigame, wenn man jedes Mal dann halt hier so rein müsste. Weißt du, rechts und links diese riesen Rohrleitung. Du hast immer Angst, dass die Flügel abreißt. Naja, es ist so, dass sie schreiben, dass man bei diesen Betankungsmanövern tatsächlich halt im EVA das machen muss, steuern ja. muss. Ne? Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen und es sind definitiv Badger. Es sind Badger, ja. Es sind Badger-Repeater. Schick. Ja, absolut. Und die Kuppeln sehen auch sehr gut aus. Das könnte man noch versuchen gleich in das hat so ein 70er-Jahre-Design, ne? Versuch doch noch mal in eine Kuppel, in den Turm reinzugehen. Dann machen wir wirklich Schluss danach. Wir sind okay, es wird jetzt ja auch gerade alles ein bisschen lang. Aus. Es ufert ein wenig aus, genau. Gut, dann steige ich mal wieder aus. Die Manöverdüsen habe ich jetzt nicht gesehen. Es soll 14 Stück geben auf dem Rumpf. Aber ich glaube, die interessiert jetzt auch nicht wirklich, ne? Ach, weißt du, was wir vergessen haben? Na? Engineering. Wo ist der Reaktor? Oh ja, genau. Das können wir so nicht durchgehen lassen. So, siehst du? Ich vielleicht würde ja mal vermuten, da hinten durch. Nee, da geht es doch bestimmt wieder zur Ladeluke. Da hinten geht's. Der müsste ja vielleicht ein Stockwerk höher sein. Na, irgendwo da waren wir schon. Bei den nee, wenn du da hochgehst, ist dann wieder eine Treppe, die runterführt zur Maintenance. Eigentlich muss es bei Maintenance sein. Probieren wir. Na, ich bin doch hier auf dem Zwischendeck. Ja, jetzt bist du im Crewdeck wieder. Ah, nee, das ist da drüber, das Crewdeck. Wahrscheinlich ist es hier. Genau. Was ist denn da zum Beispiel? Hallöchen. Rechts gucken. So, hier ist schon mal ein Kontrollteil. Ne, jetzt kommst du zu den Auslegern hinten, glaube ich. Ah, hier, guck mal, hier kann man mein jetzt auch Gott, reingucken. Es geht noch weiter. Oh Gott, ja, von wegen, wir rechts machen jetzt Schluss. Mal. Ja, dann krabbel mal da durch. Bleib mal lieber in der First Person, das ist hier... Ja, nee. Kommst du nicht durch? Doch, jetzt? Nee. Legt man sich nochmal hin? Y war das mal, glaube ich. Also wie bei Arma. Ja, okay, Leute, sorry, die Folge dauert noch ein bisschen länger. Tut uns leid, das ist so viel Starfarer, das lässt sich halt nicht so schnell abhandeln. Das war da, na gut, das kann eigentlich nicht außen sein, der Reaktor, der muss eigentlich mittig vom Schiff liegen. Nein, wir haben doch gestern halt hier in dem Stream gesehen, dass der hier irgendwo war. So, was das ist da rechts von dir? Der Engine ist wohl, das ist bestimmt wieder ein Scheißhaus. Lift Access. Lift Access? Ahnung, hier war gerade ein Use-Button. Was heißt denn jetzt hier Lift Access? Ach was, wir haben einen Fahrstuhl? Ich habe einen Fahrstuhl. Aber jetzt sind wir wieder im Crew-Quarter, wenn ich es jetzt richtig sehe. Ja. Wir haben einen Fahrstuhl in dem Schiff? Wir haben sogar 2, auf deiner Seite ist auch noch einer. Okay, jetzt bin ich echt ein bisschen überfordert. Boah, ist das geil, Leute, es ist ein Raumschiff! Was ist denn da drin? Da es ist ein verdammtes Raumschiff. Da ist es, auch nicht, da sind wir wieder da. Noch eine Jeffreys-Röhre. Oh mein Gott. Ja, aber hier hinter den ganzen Wandpaneelen, hier werden doch halt diese ganzen Gizmos Brücke. Und die ganzen Komponenten verteilt. Da geht's wieder hoch. Hier, das ist der andere Lift, genau. Was ist denn da gerade? Ja. Okay, das müssen wir jetzt finden. Es kann nicht sein, dass wir hier, das machen wir notfalls einen kleinen, spulen wir ein bisschen vor. Wir werden diesen Reaktor schon finden, ganz da, in Ruhe. Da besser. Da ist eine Schleuse. Da ist der Reaktor, das ist der Reaktor, wir haben ihn. Das sieht gut aus. Wie kommt man da rein? Weil ich darf da gar nicht rein. Oh. Geh mal durch den Schott hier durch. Hier? Ah. Da ist er! Aber ist das der Reaktor oder ist das der Gravitationsgenerator? Ich würde sagen, es ist ein Reaktor, er ist rund. Dann geh doch mal. Hier in wurde Raum beigebracht, Atomreaktoren sind rund, aber ich glaube, sind das ist halt. Atomreaktoren rund? Nee, das sind Becken. Du hast recht, das sind Becken mit Stäben drin das und das ist total unspektakulär. Mit Dampfturbinen drüber, das ist eine wahnsinnig dumme Idee. Ist eigentlich nur eine Dampfmaschine. Rechts? Ein bisschen komplizierter. Oh.
Erstmal rechts. Noch mehr Escape Pods. Ah, das könnte aber auch die EVA-Shot sein. Dreh da steht um. Escape drüber. Geh doch mal jetzt, ich wollte den anderen Raum noch sehen. Ja, kannst du ja, aber das ist eins zu weit, das sind Escape-Pods. Wir haben 8 Escape-Pods und wahrscheinlich sind auf der anderen Seite auch nochmal 2. Ja, das stimmt. Das macht es zu 10 Escape-Pods. In der Nähe vom Reaktor. Das ist sinnvoll, dass man rauskommt. Und ach, hier ist noch ein. Hallo, wer bist du denn? Das könnte der Power-Generator sein oder sowas. Ja. Generator und Reaktor. Das könnte, sieht mir doch aus wie ein Power-Generator, sieht aus wie eine Dampflok, so ein bisschen. Ich würde schätzen, das ist der Power-Generator. Schreibt uns in die Kommentare, ob wir richtig liegen. Keine Ahnung. Mein Gott. Aber ey, das sieht so irre aus. Hier was auch wieder halt so mit diesen goldenen Isolationsummantlungen. Toll. Ach, ist das alles lecker. Ich weiß nicht, der ist Size 6, der Power Generator. Kann das stimmen hier? Das ist eine Size 6 Power Plant und ich habe einen Size 1 Feuerlöscher. Ja, ich schätze mal, da drunter ist wahrscheinlich so eine Stickstoff-Löschanlage. Ja genau, wenn das Ding kritisch wird. Naja, dann wird die Sauerstoff verdrängt halt aus dem Raum. Aus dem Reaktor. Ich denke mal, es ist der Power Generator, würde ich jetzt von der Größe, von der Form her. So, ah, guck mal, erste Hilfe. Ja. Sehr sinnvoll. Jetzt ist ja die Frage. Doch, ein Druck. Wo sind wir denn jetzt hier? Es ist arschdunkel. Oh, da bin ich durchgeglitscht. Das ist einfach nur ein Abstellraum. So. Aha, okay, und wir haben hier offenbar. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, wo zieht man sich um mit den EVA-Suits? Das verstehe ich nicht so ganz, wenn man jetzt zur Gangway raus will. Du hast die einfach schon an. Ach, du wählst sie an. Ja, gut, stimmt. Warum sollte ich in einem Weltraumspiel mein EVA-Suit jemals ausziehen? Naja, weil du halt die Pyjama anziehen willst zum Schlafen gehen. Das ist deine Bettdecke. Sei doch ehrlich, das ist deine Bettwäsche. Geh mal durch. Ich dachte, du hast Bärchen da drauf. Geh doch mal jetzt nicht schon wieder da rein. Nee, da war ich. Ich hätte wirklich gedacht, du hast Bärchen auf deiner Bettwäsche. Ich hätte wirklich gedacht, dass du Bärchen auf deiner Bettwäsche hast. Ich kann nicht steuern. Guck mal. Ah, das ist die Gangway. Okay, jetzt versuch doch noch in den Turm reinzukommen und dann ist Schluss, aber wirklich Schluss. Sag ich jetzt hier ab ins Bett, ne? Sozusagen. Ab ins Bett. Oh, es geht nicht. Nee, der ist leider noch nicht freigeschaltet. Da können wir noch nicht rein. Aber er ist hier. Dann, okay, dann such jetzt mal den Ausgang und dann welchen? Da unten am Heck. Gibt ja nur einen bis jetzt. Das andere Shot ist ja noch zu. Ja, die große Luke, ja genau. Vorne das Teil halt direkt unter der Brücke. Ist ja nicht. Okay, Leute, vielleicht findet ihr noch was, was wir übersehen haben. Schreibt es uns bitte schon in die Kommentare, was ihr sehen wollt, mein was Gott, ihr nicht sehen wollt, was ihr mochtet, was ihr nicht sehen mochtet. Und liked uns, disliked uns und vor allen Dingen abonniert unseren Kanal, das freut uns auf jeden Fall sehr. Hilft uns wirklich Seite. Brücke, falsch, du bist ja genau auf die andere Seite. Einmal rüber. Ich habe jetzt hier irgendwie total sneaky, hat die Abmoderation angefangen. Entschuldigung. Was ist denn da hinten? Da hinten ist der Ausgang. Da hinten, nee, wo kommen wir denn jetzt runter? Wie kommen wir jetzt runter? Na hier, die Treppe runter. Nee, da gibt's die Treppe hoch. Ich bin doch hier vorhin eine Treppe hochgekommen. Da. Das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Okay. Verlassen Sie schnell das Schiff, ist eine schwierige Aufgabe. Nee. Verlassen Sie das Schiff! Verlassen Sie das Schiff! Um Gottes Willen! Wir verlassen das Schiff! Wir verlassen das Schiff! Raus! Okay, ich würde sagen, wir üben das nochmal mit dem Verlassen des Schiffs. Aber ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Ein wundervolles Schiff. Ein wundervolles Schiff. Der Wahnsinn. Und Schlussmoderation? Ja, ganz genau. Okay, liebe Freunde, das war's von uns hier auf dem Crash Academy Channel mit der Starfarer, jetzt im PTU 2.3 von Star Citizen. Liked uns, disliked uns und schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt, was ihr mochtet, was ihr nicht so mochtet. Oder lasst uns einfach halt ein paar nette Freundlichkeiten da oder diskutiert und fachsimpelt mit uns über Star Citizen. Das machen wir nämlich auch sehr gerne mit euch. Und vor allen Dingen abonniert unseren Kanal. Das würde uns wirklich sehr freuen und hilft uns echt weiter. Und wenn ihr Interesse habt, uns persönlich zu unterstützen, dann guckt doch mal auf Patreon vorbei und guckt mal, ob euch da was gefällt. Das wäre ganz toll. Und dementsprechend sagen Weasel und Dozer euch jetzt wieder See you on the flight deck! Was fummelst du halt neben mir mit dem Finger immer so rum? Ich wollte nur gucken, ob du alle Punkte durch hast oder und wann der Moment kommt mit dem See you, weißt du? Achso, okay, hast drauf gewartet. Genau. Okay.